Hallo. Hi. Wir sind Ilan und Anja. In der letzten Woche haben wir ausgiebig über unser Küchenpodest gesprochen, über die Konstruktion und welches Holz wir nehmen und wo welche Streben und Pfosten und was auch alles da sein soll. Schaut euch das gerne nochmal an, wenn ihr neu auf unserem Kanal seid. Heute geht es nämlich um unser Badezimmer. Wir planen weiter digital. Wir haben uns so langsam in SketchUp verliebt und möchten euch heute im Video zeigen, wie wir die Wände ziehen möchten des Badezimmers, was sich wo ungefähr befinden wird und welcher Stauraum sich daraus ergibt. Wir haben eine, wie immer, ziemlich detaillierte Vorstellung von dem, was wir wollen. Aber es ist auch alles noch nicht zu 100% in trockenen Tüchern. Wir machen das zum einen natürlich, um den Holzbedarf zu ermitteln, zum anderen auch, um einfach mal was Festes zu haben, selbst wenn es nur digital ist, damit wir das dann auch weiterleiten können an 2, 3 Menschen unseres Vertrauens, die da nochmal rüberschauen, ob das jetzt alles völliger Quatsch ist, was wir planen. Wir haben auch viele Vorschläge bekommen von euch, von den Menschen, die wir getroffen haben auf den Messen. Und also es ist wirklich sehr beflügelnd gewesen und wir freuen uns auch immer auf euer Feedback natürlich weiterhin. Ja, fangen wir einfach mal an. Wir sehen einmal die Pfosten und die Loftbalken unseres Hauses. Für die bessere Übersicht haben wir die Diagonalen unseres Ständerwerks erstmal entfernt. Und werden jetzt auch nochmal die Loftbalken entfernen, damit wir einfach eine bessere Einsicht bekommen. Der Grundaufbau ist einmal die Rahmenkonstruktion. Die möchten wir eigentlich mit Paulownia bauen überwiegend. Das ist ein ziemlich leichtes Holz. Die Rahmen bestehen aus Bodenleisten 45x50er. Also das sind so die Baumarktgrößen, die wir gefunden haben. Es gibt auch breitere. Als Deckenleiste nutzen wir die Loftbalken. Hier ist es jetzt so, dass wir etwa alle 30 cm senkrechte Pfosten setzen wollen. Die äußere Wandverkleidung wird höchstwahrscheinlich nicht aus Paulownia-Holz sein, sondern aus einer Sperrholzplatte. Die Sperrholzplatte ist einfach deutlich formstabiler, gerade wenn man jetzt auch eine viel geringere Stärke wählt. Wir dachten jetzt so an 0,8 bis 10 mm. Auch über der Tür werden wir je eine Blende setzen, damit wir auch ein homogenes Bild haben. Als Tür planen wir eine Schiebetür, vielleicht diese dann wieder aus 20 bis 30 mm starken Paulownia. Da müssen wir noch schauen, wie die aussehen wird. Als nächstes haben wir Verstärkungen in der Wand als Riegel oder auch Querstreben. Und auch hier geht es noch nicht um die exakte Positionierung, sondern eher darum, jetzt auch ein Gefühl zu entwickeln, wie viele Querstreben brauchen wir überhaupt, für welche Befestigung, also was möchten wir wo aufhängen. Die Querstreben werden 30 cm lang sein. Auf der rechten Seite ist der Abstand am kleinsten. Das liegt ganz einfach daran, dass wir uns überlegt haben, eine Form von Wandregal zu integrieren und mit einzubauen. Wenn man jetzt also zur Tür hereinkommt, dann erscheint es einem nämlich so, das fanden wir ganz cool, dass die Wand, diese Trennwand, total dick erscheint, also sehr massiv erscheint, aber eigentlich befindet sich dahinter eben nur dieses eine Regal. Wir werden das 10 cm tief und 20 cm breit planen. Das hat für uns eigentlich ganz gut funktioniert, zumindest mit dem Zollstock. Falls uns das Regal zu offen ist oder gerade bei der Fahrt, damit wir den Wandschrank schließen können, bestellen wir auf jeden Fall eine Tür mit. Als nächstes gehen wir in den Bereich für den Technikschrank weiter, so haben wir das zumindest angedacht. Ihr seht hier jetzt auf der rechten Seite die zweite Durchgangstür, die dann zu unserem zweiten Zimmer-Atelier führen soll. Und links daneben werden wir dann einen 60 cm tiefen Schrank einbauen, in dem sich jetzt ein Großteil von unserer Technik, wie gerade schon gesagt, befinden wird und im besten Fall auch noch ein Waschtrockner. In der Wand haben wir jetzt einmal die Bodenleiste unten mit 2 darüberliegenden Querstreben, auf denen wir dann auch später die Regalplatten drauflegen werden oder verschrauben werden. Auch an der Seite oder an der Innenseite des Raumes werden wir die Wand nicht unbedingt schließen. Da können wir uns, denke ich, das Holz sparen. Und gerade auch bei der Rückwand des Schrankes versuchen wir das so zu konstruieren, dass wir auf diese auch verzichten können, damit wir auch gerade in der Tiefe, ob jetzt für Kabel oder Leitungen, wir die Tiefe unseres Ständerwerks nutzen können. Ja, das bedeutet jetzt auch in diesem Fall, dass wir 3 Regalplatten in einer Stärke von auf jeden Fall 30 mm einbauen wollen. Ganz besonders auch die Bodenplatte dient hier zur Aussteifung. Links daneben sieht man noch eine kleine Dreieck-Bodenplatte. Hier möchten wir den Schrank erweitern, um auch Gas, Wasser und Elektro voneinander zu trennen. Den Hauptschrank werden wir oder wollen wir auf jeden Fall noch mit einer Tür schließen. Gegebenenfalls eine Falltür oder eine Schranktür, auf jeden Fall eine, die uns vielleicht nicht so im Weg steht. Jetzt sieht man auch unsere Innenverkleidung.
wie auch bei der Außenwand mit Sperrholz soll diese auf jeden Fall oder ungefähr 8 bis 10 mm betragen. Dass die Nasszelle in der Dusche natürlich noch besonders abgedichtet werden muss, ist eigentlich klar. Ob wir das aber mit speziellen Platten machen werden, ja, werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt sehen. Wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass man sich hier schnell in den Details verlieren kann. Ja, man sucht da echt immer nach Detaileinrichtungen oder wie man was gestalten kann, sucht nach schönen Elementen, die man mit einfügt. Aber wir mussten uns dann auch selbst irgendwie bremsen und uns immer fokussieren, okay, es geht jetzt gerade nicht um das tollste Design dieses Badezimmers, sondern eigentlich erstmal um die Grundkonstruktion, wie können wir was aufbauen. Demnach machen wir auch gleich weiter. Uns ist nämlich dann auch aufgefallen, oder erst später aufgefallen, dass man bei dem Türdurchgang vielleicht auch eine Verkleidung berücksichtigen sollte. Ne? Jetzt sehen wir nochmal das Finale von oben natürlich, aus mehreren Perspektiven. Wir lassen einfach mal durchfahren. Da sieht man auch nochmal bei der Abtrennung der Dusche auf der Toilettenseite, dass wir hier auch nochmal Stauraum angedacht hatten in der Trennwand. Das haben wir vorher ganz vergessen zu erwähnen. Genau, denn die andere Seite dient dann als Ablage für den Duschraum. Ob das jetzt so umsetzbar ist, wissen wir jetzt auch noch nicht. Das ist alles einfach nur eine Wunschvorstellung. Und am Ende dann auch nochmal final die Ansicht mit den Loftbalken, die wir auch ganz am Anfang gezeigt hatten, wie das dann aussehen wird. Die Loftplatte wird dann ja draufgesetzt. Aber ja, so sieht man dann wirklich nochmal das Grundgerüst mit der Aufteilung selbst. Ja, also ich muss ehrlich gestehen, es hat alles sicherlich 10-mal so lange gedauert, wie es eigentlich muss. Ja. Aber wir sind irgendwie ans Ziel gekommen, zumindest dahin gekommen, dass wir sagen können, ja doch, das geht schon in die richtige Richtung. Wir hoffen, ihr könnt euch darunter auch etwas vorstellen, auch vielleicht gegebenenfalls für eure Planung. Ja, dass man auch einfach an diese kleinen Ecken und Kanten denkt, ob man die jetzt verkleiden möchte oder nicht, die einem vorher gar nicht bewusst waren. Man ist natürlich im Rohbau drin. Wir hätten das jetzt auch Stück für Stück einfach machen können und dann quasi im Badezimmer feststellen können, ach Mensch, hier fehlt noch was, da fehlt noch was. Das wird wahrscheinlich so oder so passieren. Ja. Aber da wir einen Schwung im besten Fall bestellen möchten und dann so viel wie möglich auf einmal umsetzen wollen, haben wir jetzt uns die Mühe gemacht. Und es macht auch Spaß, weil man den Raum nochmal anders erleben kann. Man entwickelt oder man probiert verschiedene Ideen aus. Das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert und das werden wir auch weitermachen. Genau, wir machen auf jeden Fall weiter. Wir hangeln uns so von Woche zu Woche. Das heißt, was nächste Woche kommt, wissen wir jetzt gerade noch nicht. Aber lasst euch überraschen, abonniert den Kanal und wir sagen bis dahin. Tschüss.